So, also die beiden gehen auf jeden Fall. Kann also nur eine von den beiden hier sein. Das ist das Haus von... Das kennt ihr vielleicht, Nikolaus. Also geht die hier nicht mit einem Strich. Da. Ja, dann habe ich eigentlich hingekriegt. Bin ich der Meinung. Luke, here's my answer. Tada! Critical thinking is the key to success. Sehr schön. Es gibt übrigens eine sehr einfache Methode, um zu bestimmen, ob sich eine Figur mit einem Zugzeichen lässt oder nicht. Welche? Nun, dieses Geheimnis wird dir enthüllt, wenn du ein weiteres Rätsel dieser Sorte löst. Na toll. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte schon Ewigkeiten versucht, es zu lösen. Ach du, mein Junge. Ich hatte soeben eine Vision, dass dir heute Nacht etwas Schlimmes passiert. Seht euch vor, ja? Das waren ja tolle Nachrichten. Aber keine Sorge, so leicht lasse ich mich nicht erschrecken. Und noch ein Bauteil. So, hier lang. Na, Kollege? Ihr beiden, was macht ihr da? Verratet es mir. Nein, halt, ich verstehe schon. Sagt nichts. Ihr sucht jemanden, richtig? Hört euch auf der Straße um? Leider habe ich niemanden gesehen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben, das uns vielleicht weiterhelfen könnte? Nein, da kann ich euch nicht helfen. Fragt nicht so viel. Also wirklich. Ich verstehe. Nun ja, trotzdem danke. Ach ja, und viel Glück bei eurer Suche. Das könnt ihr doch sicher gebrauchen, oder? Ja, stimmt. Oh, aber geht keinesfalls zu dem Turm im Norden, verstanden? Na, dann ist ja gut. Zum Turm im Norden? Wie soll man denn da überhaupt hinkommen, Professor? Erinnerst du dich noch an den Glockenturm am Dorfplatz? Ich denke, man muss dorthin durch, um den nördlichen Teil des Dorfes zu erreichen. Lass uns mal nachsehen. Na dann mal los. Das ist der Glockenturm, von dem Sie sprachen, richtig, Professor? Ja, ganz recht. Hm, da steht jemand vor dem Eingang. Hallo, ihr zwei. Ihr habt ja schon einige Rätsel gelöst, wie man hört. Hier kommt ihr aber erst durch, wenn ihr mindestens 12 Rätsel geknackt habt. Nanu, anscheinend ist es schon soweit. Hm. Nun, da bin ich, habe ich wohl gelogen. Denn wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr noch ein weiteres Rätsel lösen. Na klar, was auch sonst. Unten siehst du einige seltsame Würfel, deren Augen etwas wahllos angeordnet zu sein scheinen. Wenn du aber genau hinsiehst, kannst du eine Regelmäßigkeit darin entdecken. Folgendes ist dir bekannt. A ist gleich 0, B ist gleich 9, C ist gleich 6. Wofür steht somit D? Hä? Ja? Doch? Ne? Und so? Ja. Hm. So, A ist 0. Oh, ich kann hier malen. Also 6 würde ich ja noch irgendwie... Dann hier noch einen Punkt und da noch einen Punkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, drei. Achso, ja, weil hier in der Mitte eine fehlt.
Nee, mal ruhig. Hilfestellung. Schau dir die Würfel an. Jetzt schau vom Spiel hoch und denk einen Moment nach. Fällt dir nicht irgendetwas in der Umgebung auf, das etwas mit Zahlen zu tun hat? Es ist ein Gegenstand, dem fast jeder täglich begegnet. Ja. Großer Zeiger. Kleiner Zeiger. Kleiner Zeiger. Großer Zeiger. Würde D für 3 stehen. Na? 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 Yay! Richtig. Every puzzle has an answer. Stimmt genau. Die Augen der Würfel stellen die Zeigerpositionen auf dem Ziffernblatt einer Uhr dar. Yay! Gut gemacht. Ihr habt es euch verdient, also geht ruhig weiter. Sucht ihr noch immer die Katze? Wir suchen einen Bediensteten der Familie Reinhold. Sein Name lautet Ramon. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ramon, sagen Sie? Ja, den habe ich gesehen. Aber wo war das nur? Vielleicht fragen Sie besser jemand anderen. Fragen Sie doch Lucy hinter dem Glockenturm. Endlich können wir durch den Glockenturm zum Norden des Dorfes. Wie aufregend. Ich bin schon gespannt, was uns dort oben erwartet. Sehen Sie mal, Professor, die Katze da. Ist das Claudia? Nein, sieht ganz anders aus. Ja, das ist eine Straßenkatze. Und so, wie sie die arme Maus quält, noch dazu eine sehr gemeine. Luke, wo wir gerade bei Mäusen sind, kennst du dieses Rätsel schon? Zu viele Mäuse. Mäuse sind bekannt dafür, dass sie sich schnell vermehren. Die Mäuseart, um die es hier geht, wirft einmal im Monat 12 Junge. Die kleinen Mäuschen werden schnell erwachsen und kriegen selber Junge, wenn sie 2 Monate alt sind. Ein solches süßes Mausekind hast du einen Tag nach seiner Geburt beim Tierhändler gekauft und nach Hause gebracht. Wie viele Mäuse wirst du in 10 Monaten haben? Na, eine. Es sei denn, sie war schon schwanger, aber... Ne, wo sollen sonst die kleinen Mäuschen herkommen? Stimmt genau, deine Maus kann ganz allein gar keine Jungen kriegen. Hey! Muss ja bloß mal ein bisschen schlau dastehen hier. Richtig, ausgezeichnet, Luke. Hey, und ein Gemäldestück bekommen. Wer bist du? Bist du Lucy? Hihi, was wollt ihr denn? Ihr wollt mir etwas fragen, richtig? Aber löst vorher nicht vielleicht ein Rätsel für mich? Mein kleiner Bruder und ich haben es uns zusammen ausgedacht. Bruder und Schwester sitzen am Küchentisch und schwatzen. Weißt du, Schwesterherz, wenn ich dir 2 von meinen Jahren abgebe, bist du doppelt so alt wie ich. Warum gibst du mir nicht noch eines mehr? Dann bin ich 3-mal so alt wie du. Wie alt sind die beiden Kinder? Oh, wir können noch gar nicht allzu alt sein. Und vor allem nicht so weit auseinander. Ah, warte mal, nee, da müsste der Ältere, glaube ich... Warte, jetzt wird's eklig. Er verliert ja quasi... Also sie hat ja dann 4 Jahre mehr als er. Weil er verliert ja 2 und gibt ihr 2. Das heißt, sie hat 4 mehr. Das heißt, er wäre dann 4 Jahre... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mathe. Zehnerzahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Pfui, 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 pfui. Zahlen sind eklig. Wir können ja einfach mal davon ausgehen. Sagen wir mal, er ist 6. Und gibt ihr 2 Jahre. Dann ist er 2 und sie
4, wenn sie noch gar nichts alt ist, sondern also so ein paar Monate alt, so, ne? So. Dann könnten die sich aber schlecht am Küchentisch unterhalten. Aber bleiben wir mal einfach bei der Theorie, ne? Es kann ja durchaus, ne? Und wenn er ihr. Nee, halt, wenn er ihr 2 Jahre gibt, ist er 4, ne? Nee, das war's jetzt nicht. Ja, doch, ich habe ja gesagt, er ist 6. Und dann ist sie vielleicht auch 6, wenn er ihr dann nämlich 2 Jahre gibt, dann ist sie 8. Und er kriegt nochmal, ja, 2 Jahre weg, ne, dann ist er 4. Ne, das haut hin. Und wenn er ihr nämlich dann noch 1 mehr gibt, dann ist sie 9. Der ist minus 1, dann ist er 3. Das heißt, die wären dann beide. Sechs. That should do it. Yay! Geschafft. Another puzzle solved. Da muss ich dann eigentlich irgendwie erstmal so eine Zahl, also ne, weil es war ja relativ klar, es müsste irgendwas aus der Dreierreihe sein. So habe ich mir jetzt einfach erstmal eine Zahl gesucht, von der ich ausgehen kann, und der 6, ne, das war schon gar nicht mal so schlecht, ne? So, muss ich ja mal so sagen. Stimmt, genau. Die Bedingungen des Rätsels werden nur erfüllt, wenn Bruder und Schwester beide 6 Jahre alt sind. Entweder sind sie Zwillinge oder im gleichen Jahr geboren. War das so leicht für euch? Naja. Hey, kennt ihr eigentlich den Typen von der Villa, Ramon? Er sieht zwar ganz ruhig aus, aber er mag das Nachtleben. Er zieht gerne mit Beppo um die Häuser. Beppo? Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Wo finden wir ihn? Nun ja, Beppo macht sich nicht viel aus Arbeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Um diese Tageszeit lümmelt er sich vermutlich auf dem Hügel nördlich von hier. Geht einfach nach Norden, bis ihr in eine Weggabelung kommt, und geht dann nach rechts. Ich hoffe, das hilft euch. Wir sehen uns dann später. Meine neuen Bauteile hier einbauen. Wird ja langsam richtig voll hier. Auf unserem Bildchen. Knuffisch. Gucken, ob unser neues Gemäldeteil hier schon irgendwo ranpasst. Als ob wir hier schon irgendwie was haben, was in irgendeiner Art und Weise zusammenpasst. Ja, die beiden passen zusammen. Das war schon mal was. Und ich würde irgendwie sagen, dass das aussieht, als wenn hier ein. Das sieht mir aus, als wenn das nach unten gehört. Das scheint hier untere Ecke von irgendwas zu sein. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und nochmal zurück. Und geradeaus. Ui, Agnes. Moinsen. Du hier. Oh weh, eure heutige Zukunftsvorhersage ist wirklich beklagenswert. Ich rate euch, mein Rätsel zu lösen, um euer schreckliches Schicksal doch noch abzuwenden. Agnes ist ja auch so eine ganz charmante. Du kennst ja mittlerweile die Rätsel, bei denen man Figuren in einem Zug zeichnen muss, ohne den Stift abzusetzen oder eine Linie zweimal zu zeichnen. Linien zu kreuzen ist jedoch erlaubt. Schau dir die 4 Figuren unten an. Eine von ihnen lässt sich nicht in einem Zug zeichnen. Welche? Probieren wir es einfach mal wieder aus. Nee, das war jetzt irgendwie falsch. Wick, 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 wick.